So, ich möchte jetzt vorstellen die Bundesstraße 477. Sie kommt von Neuss und geht über Bergheim nach Zülpich. Wir sind jetzt in dem Bereich von Kerpen-Blatzheim Richtung Norwenisch. Hier ist noch ein Fahrradweg vorhanden, der weit ab von der Straße ist. Ist aber meines Erachtens kein größeres Problem. Hier haben wir diese Kult-Gaststätte F104. Da sind meistens noch viele Motorradfahrer. Da kann man dann ein Päuschen machen. So, aber jetzt weiter zur Vorstellung. Wir kommen jetzt hier in Richtung Norwenisch-Zülpich fahrend. Noch auf dem Radweg. An für sich sehr guter Radweg. Breit genug ist für beide Seiten maßgebend, also der Gegenverkehr muss auch auf diesen Radweg, aber ich glaube, das ist hier absolut kein Problem, hier kann man auch mit dem Rennrad fahren. Wir kommen gleich hinten in Norwenisch an die Stelle, wo der Radweg in die Fahrbahn integriert ist, und das ist natürlich noch wesentlich optimaler, weil da bin ich gesehener und beachteter Verkehrsteilnehmer. Hört mich dann gleich von da. So, wir nähern uns jetzt der Einfahrt zum Fliegerhaus Norwenisch. Und da endet der Radweg einfach, obwohl es steht kein Schild, dass er da endet. Ich komme hinten volle Kanne in die Linksabbiegerspur. Ich muss dann hier über diesen Übergang, schätze ich mal, rüber. So, und dann bin ich auf einer, ja, ich sag einfach mal, eine klassische Fahrradspur, die man super gut fahren kann. Die ist circa, oh, ich würde mal sagen, 1,50 breit. Auf der Gegenseite ist dasselbe. Und hier kann man richtig Gas geben. Hier kann man Zeitfahren machen, weil man ist voll in den Verkehrsfluss integriert. Und ich finde das persönlich als beste Lösung, Fahrradweg und Bundesstraße zu kombinieren. Gleich sehen wir das dann auch mit Kreuzungen und Kreisverkehren. Wir nähern uns jetzt einem Kreisverkehr auf der B477. Hier hat man den Fahrradweg etwas entkoppelt bei der Anfahrt. Sicher wegen dieser Einwendung links. Ist aber kein Thema. Kann man gut fahren. Jetzt hat man eine optische Trennung zwischen Radweg und Fahrbahn. Aber die Durchführung durch den Kreisverkehr geht genauso wie für den normalen Verkehr auch. Also ich habe die gleichen Vorfahrtsregeln wie der Verkehr. Ich bin auf der gleichen Fahrbahn. Ich werde wahrgenommen. Ich werde beachtet. Und ich kann das nur als optimal bezeichnen. Also besser geht's nicht. So, ich bin jetzt voll im Kreisverkehr mit drin. Kann man wunderbar machen. Die Autos spielen mit. Ich fahre hier wieder raus. Alles kein Problem. Und hier vorne kommt dann wieder diese Fahrradspur, sage ich einfach mal. Ist wahrscheinlich dann eine Langsamfahrspur, aber besser und wohler mit dem Fahrrad. Also ich fühle mich hier sauwohl. So, wir nähern uns jetzt einer Einmündung in Hochkirchen. Ist auch sehr bekannt, weil das ein Durchfahrtsort ist in Richtung Eifel. Eine Bushaltestelle. Die Fahrbahn fürs Fahrrad geht wunderbar dran vorbei. Keine Probleme. Alles einwandfrei. Und jetzt nähern wir uns einer Einmündung von rechts. Und hier hat man den Fahrradweg mit gleichem Verkehrsrecht an der Fahrbahn vorbeigeführt. Also der Vorfahrtbeachtende, der rechts von rechts kommt, sieht einen, man sieht ihn, man ist voll im Verkehr integriert, so wie es sein soll. Hier verlassen wir jetzt die Gemeinde Norwenisch
aber meines Wissens ist die für Bundesstraßen überhaupt nicht zuständig. Aber warum auch immer, dieser wunderschöne Radstreifen endet hier. Muss man irgendwie jetzt mit der Rücksicht der Autofahrer hoffen. Aber man muss sich hier einfach in den Verkehr reinmogeln. Man sieht aber, dass die Bäume rechts ziemlich weit im Feld stehen. Das heißt, es ist reichlich Platz vorhanden, um diese Straße genauso auszubauen wie bisher auch. Also hier wäre überall Platz. Warum das jetzt hier nicht gemacht wird, kann ich schwer begreifen. Im Ort, wo wir jetzt reinkommen, ist das schon eher begreiflich. Weil da sind die Grundstücke so nah an der Straße, da geht es einfach nicht mehr. Aber hier dieses Stück und das Stück aus dem Ort raus, warum das nicht ausgebaut ist, das kann ich leider nicht beantworten. Da ist jetzt Lüxheim. Da ist aber 30. Und dann klappt das auch mit den Autofahrern. Weil hier fährt man locker 30. Das ist die Kurve für Radfahrer, die muss man dann auch ein bisschen mittig fahren, sonst kommt man überhaupt nicht rum. Aber alles wunderbar. So, Lüxheim ist nicht allzu groß, wir sind schon fast wieder raus. Müssen wir noch mal ein Stück hoch. Und hier gibt es schon mal Probleme mit LKWs. Die LKWs kommen den Berg nicht schnell genug hoch, um an einem Fahrradfahrer vorbeizukommen. Weil da fehlt es dann an Leistung. Und dann tuckern die schon mal bis oben auf der Kuppe hinter einem. Aber da kann ich auch nichts ändern. Mehr wie rechts fahren geht nicht. Wie gesagt, warum denn hier auch die Straße nicht wieder breiter ausgebaut ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Habe ich auch keine Vermutung. Oh ja, der Berg. Aber wenn er nicht lang und steil war, der zieht ganz schön. So, jetzt haben wir aber gleich geschafft. Da vorne wird es wieder breiter. Und wir haben unsere alte Fahrradspur wieder. So, jetzt kommen wir an eine Einmündung, die nach Fettweis geht. Da ist die Verkehrsführung ein bisschen anders. Die Radspur, wenn es eine ist, aber ich sage immer, es ist eine Radspur, läuft hier aus. Und ich bin aber voll festen am rechten Fahrbahnrand. Die Straße ist auch breit genug, also überholenden Verkehr behindere ich nicht. Ich bin auch hier mit gleichen Verkehrsregeln. Also ich bleibe auf der Vorwärtsstraße, ist kein zurückgelegter Radweg oder sowas. Also für mich ist das auch ideal. Also man wird die sehen, man ist im Verkehr. Kann man sicher nicht viel besser machen. So, und da vorne, 100 Meter weiter, da fängt dann wieder diese breite Radspur an. Die nächste Einmündung mit Bushaltestelle ist einfach wieder, wird man in den Straßenverkehr reingeleitet, also in die normale Fahrspur reingeleitet und hinter der Bushaltestelle wieder raus. Warum das jetzt hier so gemacht ist und da hinten bei Hochkirchen anders, keine Ahnung. Der nächste Kreisverkehr ist in Sicht. Das heißt, ich werde wieder von der Radspur in die Verkehrsspur reingeleitet. Für mich gelten die gleichen Verkehrsregeln. Ich nutze die gleiche Fahrbahn. Ich glaube, besser geht's nicht. So, und dann fahren wir hier wieder raus.
und wieder auf unseren Fahrstreifen. Alles Paletti. Jo, der nächste Kreisverkehr. Gleiches Prinzip. Ich muss wieder auf die Straße drauf. Vorfahrt achten, ganz klar, wie jeder andere auch. Im Kreis habe ich aber Vorfahrt. Und fahre wie jeder andere Verkehrsteilnehmer aus. Auch Richtung Zürich und hier wieder auf die Spur. Alles klar. So, hier verlassen wir jetzt die 477 Richtung Zürich, weil wir wollen nicht in Zürich rein, was da vorne gleich liegt. Müssen wir diesen vorbildlichen Fahrstreifen verlassen und einfach wie ein normaler Verkehrsteilnehmer einordnen und eben fahren. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was eben die B265 bringt. Das ist dann die, geht von der Eifel nach Köln rein. Aber das ist dann ein anderes Thema. Wir verabschieden uns hier von dem Bericht B477, die gerade im Bereich Platzheim, Kerpen-Platzheim bis Zürich ideal ist.